Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir die sogenannte Horstfessel aus Deutschland dort hergestellt und das entnehmen wir hier der Aufschrift Horst Moabit und Gesh Gesh für gesetzlich geschützt und T52 LW. Also das LW müsste eigentlich für Leicht und Wirbel stehen, also diesen Drehwirbel hier in der Mitte. Gibt nämlich auch eine zusammenklappbare Version. Das Ganze haben wir natürlich hier auf der anderen Seite auch aufgebracht. Kommen wir nun zunächst zum Schlosskasten. Der Schlosskasten ist hier leicht rechteckig angeordnet mit einer Rundung zur Kette hin. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nieten für die Vernietung. Das sehen wir auch hier. Die sind, kann man wirklich nicht mehr so ganz ertasten. Das ist gut abgeschliffen. Und an den Kanten haben wir es auch entsprechend abgerundet. Das ist also hier quasi der Deckel, der hier einfach drauf sitzt auf dem Schloss. Theoretisch, wenn man die Nieten entfernen würde, könnte man hier auch eventuell was reparieren. Die Nieten spiegeln sich hier unten auch wieder. Wir sehen dann hier in der Mitte noch zwei Nieten. Einmal natürlich hier zum Pin im Schlüsselloch und dann noch hier sowas anderes. Das könnte aber auch von der Herstellung sein. Das glaube ich sogar eher von der Herstellung, aber auf der anderen Seite ist es gar nicht. Und dann haben wir hier quasi noch das Unterteil. Das Unterteil ist hier quasi aus Aluminium, also relativ dick, beinhaltet dann auch alles. Und hier hinten haben wir dann eine großzügige Bohrung, wo drin dieser verschweißte O-Ring hier sitzt. Der ist hier also geschweißt, eher ein bisschen oval. Und daran befestigt ist dann hier dieser Drehwirbel. Der ist auch relativ sicher, also da ist nicht viel zu machen. Der verbindet hier beide Handschellen miteinander. Wenn wir weiterschauen, dann haben wir hier quasi so eine designtechnische kleine Abschrägung und dann läuft hier quasi herüber das Ganze zum Handschellenflügel. Und dieser Flügel ist ein einfacher Flügel, der ist relativ dick, auch natürlich, weil er aus Aluminium ist, damit man ihn nicht verbiegen kann oder er leicht bricht. Er läuft dann hier herum, alle Ecken und Kanten sind schön abgerundet und natürlich auch entgratet. Und hier am Ende haben wir noch eine kleine Auswölbung in der Rundung. Und da ist das Ganze dann vernietet mit dem Handschellenbügel. Das sehen wir hier. Hier haben wir dann noch einen Stempel drauf auf der Niete, nämlich ein K und ein M können wir da erkennen für Kurt Metk. Das haben wir natürlich hier auf der anderen Seite ebenfalls. So, wenn wir das Ganze einmal drehen und hier uns von der Seite anschauen, dann sehen wir, wie hier natürlich dann auch der Bügel befestigt ist. Der läuft hier seitlich am Flügel vorbei, deswegen ist das auch hier ein sogenannter Seitenschwinger oder eine Seitenschwinger-Handschelle. Der Bügel ist hier dann aus stärkerem Metall, läuft dann hier quasi einmal rundherum. Ist auch schön abgerundet, leicht und läuft dann hier durch die Schlossfalle hindurch. Dazu kommen wir jetzt. Also wir werden uns jetzt einmal die Handschelle anhören. Wir hören hier wirklich eine starke Feder, die hier arbeitet, merken aber auch, dass es gar nicht so viele Schließpositionen gibt, sondern einige wenige und dass es auch alles ein bisschen grobschlächtig hier funktioniert. Wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir den Bügel, wie er hier sehr rund ausläuft, hier hinten eher fast gerade verläuft und hier unten dann auch ein bisschen angespitzt ist. Also auch seitlich sogar, dass man hier besser dann auch natürlich die Schlossfalle treffen kann. Gucken wir uns das hier entsprechend einmal im Video an. Wir haben hier Bohrungen drin und jede Bohrung ist eine Schließung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Bohrungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für 9 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist. Und die hat circa 8 bis 8,1 cm. Und dann haben wir hier die kleinstmögliche, wenn wir es dann wieder zurückdrücken, mit circa 5,3 cm.
Wenn wir uns die Schlossfalle einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir da eine quadratische Aussparung haben. Da guckt das Ganze raus. Es ist ein einfacher Dorn. Jetzt muss ich mich kurz im Auge kratzen. Ein einfacher Dorn, der da drin sitzt und das Ganze entsprechend hier verriegelt. Also ein Dorn greift hier quasi immer in ein Loch und dann ist hier Feierabend. Wenn die Handschelle geschlossen ist, dann kommt der Schlüssel zum Einsatz. Der Schlüssel ist hier in dem Falle ein Originalschlüssel. Wir haben hier also ein Vierkant. Dieser Vierkant ist hier vorne quasi eingerundet, wird dann wieder zum Vierkant. Ganz vorne haben wir noch eine Bohrung drin und hier hinten haben wir einfach einen kleinen Schlitz drin, eine Scheibe und dann ist das Ganze hier einmal eingelötet. Genau, mit einem tollen Schlüsselring, der ist natürlich nicht aus der Zeit. Was ich noch vergessen habe, manchmal ist hier auf der Handschelle ein Datum eingestanzt, das ist hier nicht der Fall. Also hier können wir jetzt wirklich nicht sehen, wann die hergestellt wurden. Ist aber nicht schlimm. Das Schlüsselloch, das ist natürlich auch eckig mit dem Stift in der Mitte, dass auch wirklich der Schlüssel hier entsprechend reinpasst und gut geführt wird. Jetzt kann man in zwei Richtungen drehen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, in welche Richtung ich drehen muss zuerst. Nämlich erstmal in die andere Richtung Kette. Das heißt, Handschelle ist zu und ich drehe den Schlüssel einmal um 45 Grad Richtung Kette. Nehme ihn raus und dann ist das Besondere, hier ist der Double Lock gesetzt. Also diese Handschelle hat sogar einen Double Lock und den kann man natürlich genauso wie man ihn aktiviert hat wieder deaktivieren, Schlüssel einsetzen, um 45 Grad zurückdrehen. Dann kann man ihn wieder weiter schließen und dreht man dann in Richtung Hand weiter, merkt man sofort einen Widerstand und dann kann man die Handschelle auch öffnen. Gucken wir uns hier auch nochmal an, wie der Schlüssel hier die Schlossfalle zurückzieht. Also wirklich schick gemacht. Andere Seite genauso. Schlüssel einsetzen, Richtung Kette drehen, Double Lock gesetzt. Andere Richtung, Double Lock deaktiviert und weiter andere Richtung, Handschelle geöffnet. Und so funktionieren die Schlossmechanismen von diesen Handschellen immer. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und die ist wirklich relativ globig, muss man sagen. Und die haben hier 559 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen angenehmen Tag.